Oh, so YouTube, hallo und herzlich willkommen. Ja, ihr seht, das Spiel ist gerade pausiert, wir haben ein Problem. Ich war gerade dabei, mich schon hinzustellen, 2.35 Uhr, zu warten, bis es losgeht. Auf einmal ein Kreischer, der irgendwo ist, wo ich ihn nicht sehe. Da. Sogar zwei. Da müssen wir uns natürlich drum kümmern. Ja, super. Das ging natürlich jetzt voll nach hinten los. Gleich Doppelkreischer. Jetzt haben wir eine Mini-Horde. Dann können wir aber schon mal testen, ob das hier so einigermaßen funktioniert. Wir bräuchten noch sowas wie Licht oder so. Er trifft aber auch einfach gar nicht, nicht? Endlich mal. Wie gesagt, im anderen Spielstand, da treffe ich. Und da ziehe ich ja nicht anders. Also ich weiß nicht, was da anders ist. Ich habe, glaube ich, da eine Bogenspannungssehne oder so am Bogen. Oh, ich glaube, das macht echt einen Unterschied aus. Die sind auch direkt unter mir gespawnt, nicht? Also, ich stand hier, hab nichts gesehen und auf einmal ging's los. Oh, Werkzeug nochmal durchreparieren. Reparieren. Das war jetzt natürlich so nicht geplant. Ich dachte auch, das wird vielleicht mehr. Aber, ey. Mann, diese Treppen runterlaufen. Bin wieder da. Na, das geht aber schnell mit dem Fertigmachen. Wenn ich mich fertig mache, in meinem Alter dauert das Tage. Okay, wir brauchen eine Leiter. Denn die Leiter geht weiter. So. Die können wir ja schon mal bauen. Ah, ich habe hier ein paar Lücken gelassen, nicht? Ich weiß nicht, ob das am Tor lag, aber auch da und da. Und die Dinge habe ich nicht so stark befestigt. Man bräuchte so einen Flugmod, dass wir da rüberfliegen können. Oder ich baue mich halt mit Dings rüber. Mit Blöcken. Das wäre, glaube ich, noch eine Option. Ja, aber in dem Spielstand auf jeden Fall super viele Kreischer. Also crazy. Warum das so ist, keine Ahnung. Also, ist ja. Nee, ich will es reparieren. Eigentlich ja gut, nicht? Jeder Spielstand spielt sich ja halt komplett anders. Aua. Jetzt habe ich mich wieder selbst verletzt. Autsch. So, 3.42 Uhr. Ich glaube, wir können schon mal loslaufen. Wir können hier gucken. Hier haben sie noch was kaputt gemacht. Das muss auf jeden Fall wieder aufgebaut werden. Zacki, zocki, docki. Und dann geht's ab in die Stadt in den Norden. So, ich glaube jetzt. Ne, hier ist noch. Hier hat der kleine Kacke alles kaputt gemacht eben. Frech wie er ist. Und nicht mal einen Rucksack fallen gelassen. Okay. Alles repariert. Ab geht es. Und damit die Reise schneller geht, essen wir einen leckeren Eintopf. Der heilt uns auch. Gibt uns Nahrung und Trinken. Das ist natürlich super wichtig. Ich hätte vielleicht erst das Trinken trinken sollen, nicht? Weil das den Effekt gibt, satt. Ja gut, man kann nicht alles haben im Leben. Wann beginnt morgen der Stream? Immer gegen 18 Uhr, das ist vielleicht ein guter Hinweis. 18, 18.30 Uhr, manchmal 19 Uhr, je nachdem,
wann ich fertig werde, ob das Essen machen länger dauert, ob ich pünktlich von Arbeit rauskomme oder nicht. Aber zwischen 18 und 19 Uhr ist ein guter Richtwert. Manchmal, wenn ich keine Lust habe, aber das ist meistens so dann um 20 Uhr. Und ansonsten eigentlich täglich, nur wenn ich starke Kopfschmerzen oder so habe, dann lasse ich auch mal einfach ausfallen. Ansonsten bin ich eigentlich immer am Start. Eine sehr gute Frage auf jeden Fall. Ich habe auch ansonsten, ja gut, Twitch hat so einen Streamplan, da kann man gucken. Da sind die Zeiten eingetragen, aber YouTube hat sowas nicht. Ich könnte das in diesem Beitrag-Ding, das könnt ihr auch finden. Da sind auch die anderen Links drin von den anderen Plattformen. Da könnte ich das mal reinschreiben, vielleicht so als allgemeine Info. Könnte klappen, denke ich. Oh, ab nach Norden. Oh, aber wir brauchen Federn. Ich darf die nicht verballern. Erinnert mich mal dran. Nicht, dass ich aus Versehen Pfeile mache, obwohl ich Eisenpfeile machen will. Weil wäre schon cool, wenn wir so die ersten Zombies vielleicht mit Eisenpfeilen weghauen könnten und dann erst auf Pfeile umschwenken müssten, wenn die alle sind. Sodass wir immer die ja, schlechten Pfeile dann in Zukunft als Backup haben. Oder für unterwegs, da reichen die ja völlig. Also noch. Aber wenn wir in schwierigere Pois gehen, ne, dann brauche ich ja bessere Waffen. Steine können wir auf jeden Fall mitnehmen. Und noch ein bisschen Holz. Ah, ich wollte eine Händlerquest machen, nicht? Hier in der Nordstadt habe ich noch gar keinen Händler gefunden. Dann wäre das vielleicht die Aufgabe, dass wir die Straße mal hochlaufen und gucken, ob wir einen Händler finden. Uns fehlen auch noch zwei Bücher, damit wir eine Werkbank bauen können. Wäre also auch noch ein Thema. Wir haben also viel zu tun, lassen wir es sein. Ist zumindest das richtige Motto, wenn es um Arbeit geht. Nein, wenn man so will, streamen ja auch Arbeit. Darf man nicht unterschätzen. Also für alle, die streamen wollen, man kann, so wie ich, sehr bequem streamen, nicht? Ich streame einfach einen Stream, gebe den mehrfach aus, vertikal, horizontal. Mache Start-Stop-Let's Plays und schneide aus denen oder drücke dann noch eine Taste währenddessen und mache daraus noch Shorts, wenn irgendwelche guten Sachen sind. Und zack, die Bumbi, hat man einen Kanal, den man mit Inhalt füttern kann. Und eventuell netten Leuten, die zu einem kommen und mit einem reden. Ich kann es nur empfehlen, solltet ihr auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Nur das große Geld, das darf man da nie erwarten. Ich glaube, dann ist man da falsch. Ansonsten würde ich sagen, loslegen. Und hallo jemand. Auch heute müssten die, nochmal als Hinweis, die Chat-Nachrichten zumindest im YouTube verzögerungsfreier sein. 2 Sekunden oder so. Das sollte also klappen, wenn ich denn pünktlich drauf reagiere, nicht wahr? Und dann alle Zuschauer, ja, kommt doch auch mal in den Chat rein. Wahrscheinlich läuft schon längst das nächste Spiel, wenn ihr das hier seht, weil das hier ist Folge, ich glaube, 30 oder so. Von daher, ja, nicht? Ja, eine Wrench brauchen wir. Okay, eigentlich ist das Problem, wir brauchen erst eine Wrench. Pass and Gas. Klingt doch gut. Die haben doch sicher einen Hund. Die haben sowas von einem Hund hier. Wenn die keinen Hund haben, werden dann ein Hund. Der Hund ist wahrscheinlich auch noch drin bei denen.
Die haben keinen Hund. Aber haben Holz, haben sie. Holz vor der Hütten. Das nehmen wir. Okay, nichts versteckt hinter. Ist auch nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Der ist auch nicht mehr drin. Aber leckere Medikamente. Wow! Alter! Du kannst doch sowas mit mir nicht machen! Junge! Lass die Finger von mir! Heute werde ich nicht gut schlafen können. Ach, du kriegst die Kacke. Dein Freund war schon eben da. Eine Wrench, Kleber. Was suchen wir noch? Stofffetzen. Seht ihr? Die habe ich fast vergessen. Gut, dass ich es nochmal aufziehen sollte. Die könnten wir ja. Einer. Naja, wir brauchen eine Couch oder so. Oder Vorhänge. Oh, dahinter ist was. Das zumindest Sogenkleber. Auch schon nicht schlecht. Oh, Wasser. Auch gut. Aber ein Wasser nur drin. Ist da oben noch mehr versteckt? Oh, der hat mich echt... Oh, ich habe keinen Clip von gemacht. Verdammt. Ich mach trotzdem einen. Damit ich mich vielleicht dran erinnere. Dann kann ich mir das... Ich werde es eh nicht machen, weil ich nicht gern cutte. Dann könnte ich mir das aus dem Stream rausziehen. Ihr habt gesehen, was da schläft. Okay, ich glaube, ich habe ihn one-shotted. Und ich hoffe, da ist nicht ein zweiter Hund jetzt irgendwo. Sehr gut. Wenigstens in ein Tierfett. Immerhin. Armes Wauwauchen. Was war hier drin? Auch Bücher. Ein Bogen, den können wir zerlegen. Da oben ist noch eine Versandkiste. Die liebe ich am meisten nicht. Das ist das, was wir eigentlich suchen. Versandkisten. Na gut. Die war aber eher semi. Ich glaube, jetzt haben wir alles hier, nicht? Hier gibt es noch Benzin. Das brauchen wir nicht. Ich bin schon wieder voll. Ich finde, das Verhältnis zwischen Loot und Weg ist ein bisschen schlecht in dem Spiel. Das ist vielleicht das Einzige, was ich kritisieren würde. Nicht, dass es einfach zu viel Loot gibt, den man auch braucht und sammeln muss, aber gar nicht so viel Taschenplatz hat. Gut, man kriegt irgendwann ein Fahrrad, aber wann kriegt man das nicht? Das kriegt man ja auch nicht gleich am Anfang. Ich kann es immer noch nicht herstellen. Die haben auch einen Hund. Da wisst ihr was? Warum kommt der da nicht raus? Wann kommt der da raus? Wahrscheinlich gibt es also irgendwo auf dem Gelände einen Hund.
Wenn der nicht da drin ist. Ah, ich hasse Hunde. Von denen habe ich einfach Respekt, weil ich keine gute Nahkampfwaffe bisher habe. Der Speer und der ganze Kram, nicht? Der ist nicht gut. Von meinem Stream geträumt. Ich glaube, das klingt falsch und nicht gesund. Kann ich nicht empfehlen. Weil, also ich, wenn ich hiervon träume, habe ich Albträume. Da würde ich auf jeden Fall mir Gedanken machen. Weil wenn ich die Gestalten hier sehe, die ich nicht treffe. Mein Gott. Wie viel frisst du denn? Er hat richtig Hunger. Hat sie ihren Hund mitgebracht? Nee. Gibt immerhin Erfahrung, nicht wahr? Versuch's mal. Okay, ich habe keinen Hund gesehen. Weiter geht's. Eine Couch. Ja, Couch brauchen wir. Nicht? Ich habe gesagt, wir brauchen Fetzen. Die nehmen wir mit. Und hallo, Psycho Polonia. Ein paar Fetzen haben wir also. Okay. Da waren wir auch schon unten drin, glaube ich. Wir brauchen gute Gebäude, nicht diese kleinen. Ich kürze hier mal ab. Und viel weiter geht die nicht. Okay, die hört auch hier auf. Das ist also auch nur so eine kleine. Ich meine, wir sind ganz gut, nicht? Wir können noch mal gucken, was hier hinter dem Berg liegt. Und hier war Eis und hier war verbrannt. Die Stadt, da können wir also abschreiben. Eine Wüste oder so wäre gar nicht verkehrt, wenn wir die finden würden. Oh. Oh, das ist auch nicht schlecht. A sewage problem. Ich muss nur aufpassen, dass nicht ein Hund und so einer kommt. Dann kriege ich echt Probleme. Und ich krieg... Oh, da ist auch noch eine Hundehütte. Dass hier auch jeder einen Hund haben muss, neuerdings. Mann. Aber kann man das Blut ausstellen? Ich würde es gerne weghaben. Der Hund war drin, nicht? Da habe ich mich tierisch erschreckt. Ja. Ich hoffe nicht, dass die hier noch irgendwo einen Hund versteckt haben. Oh, da geht's hoch. Oh, da geht's aber auch wieder runter. Was haben wir hier drin? Maismehl. Ah, so eine Scheiße. Ich habe gerade gesehen, Larry. Mein Cousin heißt auch Larry. Na, Larry ist bei mir ein Künstlername, wenn man so möchte. Kommt, ich weiß gar nicht, wo der Name ganz genau herkommt. Ich habe eigentlich mal einfach nur einen Auto-Generator genutzt für meinen damaligen Never Winter Nights 1 Charakter. Ein ganz Spiel von früher. Und Wayne, weil früher war das Meme Wayne interessiert sehr, sehr groß und stark. Und irgendwie hat mich der Klang von dem Namen zusammen ja, irgendwie inspiriert. Und er war halt einmalig im Internet, was ich wichtig fand, weil die meisten hatten schon damals Namen, die sich doppelten. Und dementsprechend habe ich etwas Alternatives gesucht. Ah, manchmal zieht er auch nicht richtig den Bogen an.
Aber Larry ist eigentlich ein, ich glaube, kein guter Name, weil es halt viele negativ behaftete Spiele gibt, wie Larry Sweet Leisure oder Leisure Sweet Larry oder wie das heißt. Aber ich finde ihn eigentlich ganz cool. Sonst hätte ich ihn ja auch nicht genommen. Sie können. Oh, sie können doch liegen bleiben. Und Level up. Super. Können wir. Aber wenig Loot hier oben. Das stimmt doch irgendwas nicht. Hier muss doch irgendwo noch was versteckt sein. Oder ist der ganze Loot im Keller? Das kann natürlich sein, dass wir unten Mega-Loot haben. Da unten sind die. Klang, als ob die von oben kamen. Da könnt ihr liegen bleiben. Sehr schön. Ja, hier ist noch eine Couch, die können wir mitnehmen. Ah, Bücherregal hatte ich schon. Ja, wir brauchen unbedingt eine Nahkampfwaffe, nicht? Das ist so meine Erkenntnis. Da ist er. Weg mit ihm. Ich mag den Namen Larry auch sehr. Ich habe den Namen früher meinen Cousin ausgesucht, weil meine Tante war schwanger und hat gestern noch ihr Baby bekommen und davor den Stream geguckt wird. Das würde ich als ein kleines Märchen abtun. Aber ja, wär auf jeden Fall lustig. Oh. Aua. Wollte gar nicht schießen. Oder geht's? Das ist echt verwinkelt, das Ding. Das verwinkelt ohne Ende. Deswegen, wir looten mal nach und nach. Kann ich noch Stoff mitnehmen? Wichtig. Ah, da geht's darüber. Okay. Hier würde es wahrscheinlich rausgehen. Noch mehr Stofffetzen. Sehr, sehr gut. Oh ja, Lehm ist auch wichtig. Da haben wir gar nicht so viel. Das Stoff wahrscheinlich auch. Drei Klebebänder können wir damit schon wieder herstellen. Noch eine Küche. Vielleicht eine Wrench. Die finden wir wahrscheinlich eher draußen, nicht? Oder in so einem Working Stiff-Ding. Na. Das ist so eine gute Küche, die man am ersten Spieltag braucht. Hey. Sehr gut. Du Scheiße. Da kommen echt viele. Ach du Scheiße. Guten Tag. Nein, ich kaufe nichts. Nein, wir haben nichts. Nein, wir brauchen immer noch nichts. Nein, danke. Auf Wiedersehen. Na, sag mal. Ist auch so ein Modell, was man so wenig trifft, ne? Da muss man schon genau zielen. Und der Papa auch noch mit dabei. Familienausflug beendet, würde ich sagen. Disneyland ist heute für euch nicht dabei. So. Und jetzt geht wieder dahin, wo ihr herkommt. Husch, husch. Mann, Mann, Mann. Was? Ah ja. Sie geben auch gar nicht auf.
Die wissen nicht, wann genug ist. Sehr gut. Zählt auf jeden Fall alles aufs Punktekonto ein. Wir wollten gerade in den Keller, nicht? Als das passiert ist. Safe. Da liegt einer. Oh ja, was zum Looten? Noch ein Buch? Oh, und wir sind voll. Ah, das ist blöd. Es geht so schnell, ich loote so gerne. Oh! Alter, wie konnte ich sie denn nicht sehen? Die war ja richtig ruhig da hinten. Mein Gott. Sagt mir das doch. Steckt die sich da einfach? Uiuiuiuiui. Also das Spiel muss man auf jeden Fall spielen, solange man jung ist. Dann kriegt man einen Herzinfarkt. Der ist doch tot. Hier hinter ist ganz sicher einer. Hier ist keiner hinter. Wir sollen in die Hölle zurückkehren. So ein Ding nämlich. Zurück, wo sie hergekommen sind, die Biester. Gut, eigentlich waren es ja mal Menschen, nicht? Wenn man so will. Gibt es auch kein Aufschließding, nicht? Ich muss nur wissen, wo ich zur Not zurückrennen kann. Ich bin ja nicht doof. Wir machen das so. Wir bauen uns selber eine Brücke. Zurück. Der kann alleine spielen. Wo ging's raus? So, jetzt kann er kommen. Uiuiui. Haben die Schweine im letzten Raum doch noch ein Haus gehabt? Oh. Weil der Hund draußen ist. Gut, der braucht eine Weile, nicht? Bis die Tür kaputt kriegen. Ich will jetzt nur nicht runter, bevor der Hund kommt. Das ist so ein kleines Dilemma. Ich meine, der ist angehittet, nicht? Aber der hat nur einen drauf bekommen auf dem Deckel. Wahrscheinlich jagt er uns auch schon gar nicht mehr. Aber ich will das Risiko eigentlich nicht eingehen. Ich werde mich so krass erschrecken, wenn ich jetzt rüberspringe und dann kommt der Hund. Ich habe ihn gehört. Habt ihr ihn auch gehört? Der läuft da irgendwo rum. Runter oder nicht runter?
Man stirbt nur einmal, nicht? Wir müssen eh nach Hause. Wir sind überladen. Wir gehen einfach mal. Ja, aber so richtig was Geiles gefunden. Wir trinken hier mal was, damit wir nicht so viel mitschleppen müssen. Haben wir jetzt nicht, oder? Also so ein richtig geiler Loot-Spot ist die Stadt hier auch nicht. Da hinten vielleicht noch die Gebäude. Das sind 1,4 Kilometer, nicht? Das ist halt echt ein Ding. Wir müssen mal gucken mit einem Untersatz, einem Fahrbahn. Kann man nicht ein Fahrrad finden oder so? Das wäre eigentlich ganz geil. Nicht? Eigentlich überall müssen nur Fahrräder rumstehen. Ich meine, wer macht die Fahrräder kaputt? Warum sollten die kaputt sein? Ich meine, da stehen auch Erntemaschinen rum. Dann kann doch hier auch locker ein Fahrrad irgendwo mal rumstehen. Ah, wir können doch was hier. Oh. Nur mit 11 überladen. Das geht ja fast noch. Und wenn wir jetzt noch einen Taschenmod gefunden hätten, dann sähe die Welt eigentlich schon voll okay aus. Könnten wir nämlich nur mit 8 überladen sein. Das wäre schon cool. Und wir machen natürlich auch immer schön kontrollieren die Post für die Nachbarn. Ist wichtig. Ah, da waren wir schon dran. Ich meine, selbst die Autos könnte man doch noch fahren, oder? So, alles noch gut. Mit 80 Euro ist das Ding gut bezahlt. Ah ja, meckern sie nicht. Ich habe ihre Post reingebracht, also beschweren sie sich nicht. Diese Zeit ohne ist so anstrengend. Oh ja, Psycho Polonia, da sagst du was. Uns fehlt ein Buch, glaube ich, noch für die Werkbank. Ich guck mal kurz. Ah ne, wartet, hier nicht. Konnte ich es besser sehen. Werk. Immer noch 2. Ja. Ich kann natürlich auch Punkte rein investieren, aber will ich eigentlich nicht. Herzen für Larry, ich sehe es. Was ich auch sehe, ist, dass die Aufnahme längst vorbei ist. Ich würde sagen, ich laufe zurück, ich entleere meine Taschen und laufe in die nächste Stadt. Und dann sehen wir uns wieder in der Aufnahme. Bis gleich.